Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedsstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auch die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden. Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Und damit willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Jupp. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wir sollen zur Einsatzleitung. Machen wir das. Commander, Dr. Wallen berichtet, dass die Forschungsarbeiten im Labor voranschreiten. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Unser lokales Satellitennetzwerk ist jetzt aktiv und wir können nach neuen Aktivitäten suchen. Dies könnte mehrere Tage dauern. Okay. In Deutschland waren wir. Also wir scannen gerade. Vorstehende Ereignisse, okay. Soll ich irgendwas machen? Achso! Nee, haben wir nicht gescannt. Commander, die Pläne für das Scope-Zielsystem sind fertig. Wir haben sie in die Technikabteilung geschickt. Okay. Ah, gut, ein neues Forschungsprojekt. Commander, da wir die Forschungen abgeschlossen haben, gibt es für mein Team und mich nichts mehr zu tun. Ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, die Alien-Körper zu autopsieren, die Ihre Soldaten aus den letzten beiden Einsätzen mitgebracht haben. Sie werden zustimmen, dass wir die Physiologie der Aliens verstehen müssen, um sie besiegen zu können. Ja, natürlich. Immer noch. Macht nur. Danke, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald die Forschungen abgeschlossen sind. Okay. Technik online. Hm. Anscheinend hat das Team von Dr. Shen endlich kapiert, wie man die Maschinen einschaltet. Es ist ja schön. Commander in die Technik. Ach so, das ist eine neue Abteilung. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Okay, was haben wir? Was ist ein Scope? Ein Zielmodul. Ja, Scope halt, ja. Was ist gesehen? Okay, Zielgenauigkeit enorm. Medikit. Ach, Power. Wir brauchen Power. Ach so, für wie viele? Wie viel haben wir mit Credits? Hm. 100? Ich weiß gar nicht, wie viel Credits man so verdient. Mach erstmal. Ich habe im Moment 4 Leute. Mach erstmal 3. Die Fertigung des Scope-Geräts ist beendet. Es wurde in die Waffenkammer gebracht. Achso, es geht Commander, instant. Okay. Zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Neue Objekte und Waffen werden aus der Technikabteilung direkt in die Waffenkammer gebracht. Ah, cool. Oh. Moment, wie so viele. Der Bernhard Müller. Ja, Müller, der typischste deutsche Name. Ich muss hier nachher mal die Namen, glaube ich, ändern. Ich will die ja natürlich anpassen, wie ich sie halt denke, wer ist. Leichtes MG hat der. Okay, nicht. Nee. Wie kriege ich den denn in Scope? Ich will ihm einen Waffenaufsatz geben. Wie kriege ich den denn in den Waffenaufsatz? Wie mache ich denn das? Bin ich zu befragt. Was macht das? Das ist eine Info. Hä? Wähle Bewaffnung. Warte mal. Da stand wähle Bewaffnung. Okay. Ah, hier ist ein. Ach, das ist ein Gegenstand. Ah. Commander, ja, ins Lagezentrum.
Commander, ins Lagezentrum. Ins Lagezentrum. Mein Gott, die wollen hier alle mich. Warte mal, haben alle Splittergranaten? Hier, Marcel soll auch noch einen Scope bekommen. Ah, hier haben alle Splittergranaten. Wer ist aber eigentlich mit Sturmtypi? Nee, ich geb's allen anderen. Delta bekommt jetzt so ein Teil. Bewaffnung. Was sollte ich nochmal machen? Jetzt hab ich wieder vergessen. Gegenstand, genau. Oh mein Gott, ich lerne Sachen und vergesse sie. Okay, noch. Dann bekommt Noah noch so ein Ding. Splitter raus, Scope rein. Okay. Ich soll wohin? Zum Lagezentrum. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Oh, der Rat. Guten Tag, Commander. Wir benötigen Ihre Hilfe in einer besonderen Angelegenheit. Wir erwarten, dass Sie diesem Problem dieselbe Aufmerksamkeit widmen wie jedem anderen Projekt. Eine Gefangene hat es geschafft, den Aliens zu entfliehen. Wenn Sie diese Frau auffinden können, hat sie womöglich wichtige Informationen über die Operation der Aliens. Wir senden die Koordinaten. Auf Wiedersehen, Commander. Wir wissen, dass Sie uns nicht enttäuschen werden. Okay. Wir sollten uns wieder retten. Wir sollten uns wohl an die Arbeit machen. Credits, okay. Dann haben wir also locker das wieder drin. Wissenschaftler kriege ich 5. Sie waren doch eh für die Forschung, ja. Okay. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Hier. Moment. Ich warte erstmal, bis jeder nicht. Bevor ich hier. Moment, bis jeder eine Klasse zugeteilt bekomme. Dann ändere ich hier erst die Namen und Rollen. Weil hier Marcel ist ein Rusher wie ich. Er muss Sturm sein. Noah ist ein. Unser Quickscope-Talent. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Die Person, die Sie suchen, heißt Anna Singh. Sie ist, soweit wir wissen, die einzige, die den Aliens entkommen konnte. Die Mission lautet, sie irgendwo in diesem Block zu finden und rauszuholen. Ich muss gerade über den Namen lachen. Anything. Was da? Auf Englisch anything. Anything. Where are you? Is there anything? Oh Mann. Prägt euch die Abholzone ein, Leute. Sobald ihr Anything gefunden habt, bringt ihr sie zur sofortigen Evakuierung hierher. Is anything here? Okay. So, also wir wollten. Thomas ist immer der Start. Welche wie so? Ah, so, zoomen. Okay, ich sehe gerade nichts über die Map. Wie stelle ich mich denn auf? Hier, komm. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Das schaut aus wie ein Alien aus Man in Black. Also mit dem Man in Black Anzug. Ich soll's gefangen nehmen. Wer weiß? Ich kann nur töten. Gefangen? Leben? Nee, kenne ich nicht. Hier. Wer bist du? Du bist Noah. Noch hast du keinen Sniper. Marcel. Was? Ich hab irgendwas gehört. Herauszoomen, indem du G hältst, mal einen T. Ja, mit dem Mausrad ist das leichter. Hallo, stellst du dich da mal auf? Hallo? Okay, da krieg ich den nicht hin. Dann halt da. Mein Gott, dramatisch. Was hat der vor? Oh, flankiert. Er flankiert Noah. War nicht gut. Aua, voll in den Kopf. Noah, nicht sterben. Ich mach das. Los! 60% Chance. Nee, nicht mehr Info. Oh, niedrige Deckung. Achso, hier bekomme ich mal Autopsie nötig. Achso, dann muss ich. Wie mache ich denn das später? Egal. Erstmal töten.
60% schon und daneben. Oh Mann. 92%, wenn das jetzt daneben geht. Geht doch. Das ist eine Shotgun. Warum hast du eine Shotgun? Hä? Warum hast du jetzt alles vergiftet? Oder war das die Leiche? Wie mache ich eine Autopsie? Ich gehe erstmal da lang. Dünner Mann gefallen. Bitte jetzt. Ja, ich dachte es mir schon fast. Nicht Delta. Marcel, wo ist so eine tiefe Stimme auf einmal? Das war echt nicht gut, da reinzurennen. Jetzt was zum... Hallo, von Friendly Fire war nie die Rede. Marcel, chill. Alter. Du schießt ja nochmal Delta an. Wieso kann ich... Ach du Kacke. Ist jetzt für immer hier am Ab... Oh Mann, Delta rennt vorhin weg. Ich habe gerade mehr Probleme mit meinen eigenen Leuten. Jetzt bin ich gegen... Oh, so ein Sektoid schon wieder. Alien Sektoid. Gut, dann müssen wir hier lang. Alter, rennt von Marcel weg, Leute. Dem geht's gerade echt nicht gut. Stell dich da auf. Okay. Schießt er? Scheiße, er schießt. Daneben, komm. Sehr gut. Ah, Marcel geht's. Wieder gut, ein bisschen. Moment, ich will gerade wissen. Marcel, ich wollte eine Autopsie machen. Oder macht er die automatisch? Muss ich sowas gar nicht dahin rennen? Heißt Autopsie, ich töte ihn und er wird dann irgendwann mit einer Autopsie. Ich habe keine Ahnung. Wäre schön, wenn sowas mir erklärt, mal. Aber wir werden es noch. Wir werden es nach der Mission wissen. Erstmal, scheiße, jetzt sehe ich nicht. Stelle ich mich offen hin. Mach mich sichtbar praktisch. Ja, hinter die Bank. Nein, kann gleich runterspringen. Gut, kannst du jetzt schießen? Kannst du schießen. Sehr gut. 55% Chance, komm, gib ihm. Nee, fuck. Kannst du treffen, oder? Kannst du. Sehr schön. 57. Dann gebe ich Feuer, sehr schön. Zack und weg, genau. Dann weiter. Wo macht der Spätrupp? Und mehr Insektoiden. Oder Sektoiden? Ne, Sektoid, glaube ich. Insekten, genau. Das sind Insekten. Oh, Anna Singh. Helfen Sie mir! Hier drüben! Ja, ja. Ich bin da. Ich komme gleich. Oh oh, shit. Bis zum. Ich habe nie gecheckt, was die genau da machen dabei. Ach, die buffen. Ach nee, ich habe irgendwo gelesen, einen Tipp, während im Ladescreen, die buffen sich. Die machen sich stärker, glaube ich. Was? Wie, das war knapp. Der hat dich doch getroffen, glaube ich. Hier drüben. Hier bin ich. Ja. Keine Ziffer. Thomas, ich brauche dich. Moment. Kommst du? Hier kannst du nur laufen. Thomas? Du sollst nicht schießen. Du sollst. Von wo aus hast du deine gute Pose? Q, E, Q. Ja, Q. Von hier aus. Geh da mal hin. Und dann kommt dann der Launcher, wenn du von hier aus schießen kannst. Alles wieder im grünen Bereich. Halt. Ich wollte. Scheiße. Thomas ist. Kann nicht mehr schießen. Wen haben wir hier? Marcel. So ein kleiner Friendly Fire. Vogel. Ja, mehr geht nicht. Einfach nach vorne. Du stellst dich hier hin. Go Delta. Ja, ihr bufft euch wieder, ist mir klar.
Oh, das. Oh, scheiße, das ist, glaube ich, eine recht hohe Chance, dass er trifft. Echt daneben? Okay. Wäre auch scheiße geworden, wenn er getroffen hätte. Ich bin noch hier. Chill mal. Chill auf dein Leben. Junge. Okay. Bringt sie eine Rakete was? Nee. Ach, hier. Komm. Wir haben sie doch. Wir haben es doch. Ach, der war... Hä? Oh, ich muss das verstehen. Die Explosion. Naja, okay, er stand daneben im Auto. Ach, egal. Ich freue mich einfach, dass er tot ist. Kannst du nochmal laufen? Nee. Ich bin gleich da, Anna. Warte. Hab mal. Marcel muss noch laufen. Kann Delta hinlaufen? Ach, Delta kann hinlaufen. Komm. Sie müssen mir helfen. Es sind so viele. Was krabbelst du nun jetzt am Boden? Überall. Wir müssen hier weg. Eskortieren, okay. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber wären sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Sky Ranger bringen. Komm auf den Rückweg, Gegner? Wahrscheinlich. Ach, jetzt. Oh. Strike One. Eine Welle X-Rays nähert sich ihrer Position. X-Rays. Augen auf. Warum wissen wir schon, wie die Dinge heißen, obwohl sie komplett neu sind für uns erst? Oh, du stehst ja jetzt richtig klug. Moment. Muss man Position nehmen. Eine Gruppe? Ich sehe nur einen. Thomas. Du machst das. Oh, scheiße. Okay. Thomas? Oh, das ist jetzt nicht gut. Dann mach ich mal fertig. Damn. Gut. Okay, Marcel. Nee, Noah. Noah deckt hier. Delta muss unbedingt weg. Der ist schon lowlife. Okay. Marcel deckt hier, weil wahrscheinlich kommt jetzt von der anderen Seite. Delta muss irgendwie. Hier kommt. Dixie. Wenn jetzt wer von rechts kommt, bin ich recht echt gearscht mit Delta. Dinger, da waren so viele Leichen. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, kein Problem. Ich weiß es auch nicht, was hier abgeht. Okay. Wo sind Gegner? Ich sehe keine. Gut. Thomas. Du heilst dich bei den Autos. Nee, warte mal, du bist. Geh hier hin. Jetzt sind wir wieder sehr offen. Es ist echt spannend, wie schön taktisch man das macht hier. Oder machen kann. Und ich mache einfach irgendwas, was ich glaube. Delta ist fast tot. Stell du dich mal da. Ja, so geht's. Wie ich eigentlich an nebeneinander gestellt. Gefunden. Fast wäre es mir so ergangen wie all den anderen. So. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Ah, wo? Wo denn? Ah, hier. Okay. Okay, da haben wir keine mehr. Aber Thomas, kannst du von da aus schießen? Oh, du wirst beschossen. Man kann immer genau während meiner Bewegung angreifen. Finde ich nicht schön. Er trifft so wenigstens nicht. Kannst du treffen von da aus? Nicht mit einer guten Chance auf jeden Fall. Mach mir Sturm und Schuss. Halt. Gehe zum Angriff über. Okay. 100%. Bam. Baller hinweg. Sehr gut, Noah. Perfekt. Sogar ein Crit. Okay, Marcel macht wieder ein bisschen Deckung hier. Ach, da kannst du noch ein bisschen weiterlaufen. Mach das mal. Dann stellt sich auf seine Posi.
Okay, können alle weiterlaufen? Ja, hier. Wir haben es doch, glaube ich, bald. Kann jetzt. Ja, durchs Gift laufen ist jetzt vielleicht nicht die klügste Idee. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass die noch irgendwo reinläuft, dass sie stirbt. Ach komm. Alien-Aktivitäten sind wieder da gewesen. Ach, ich decke jetzt einfach nur noch alle Positionen rundherum ab. Nicht ins Gift. Gut. Ach komm, wo sind die? Hier, rein, rein. Danke. Sehr gut. Vielen Dank. Ausgezeichnet. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott. Perfekt. Ab nach Hause. Oh, sie wurden endlich alle befördert. Okay. Was? Verwundet? 7 Tage? Okay. Sie sind alle ein bisschen verletzt. Aber ich sage mal, wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von XCOM. Ciao, Leute.